Oh mein Gott, er tut es nicht, er tut es doch, er tut es nicht, doch, er tut es. Er nimmt schon wieder auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beavus Tech Pack Minecraft. Und was ich damit meine, er nimmt schon wieder auf. Ich habe die andere Aufnahme war gestern mit den ganzen lieben Telekom-Einwänden und so weiter und so fort. Das war erst gestern und ich habe mich jetzt entschieden, ich habe geguckt. Ich brauche noch vier, fünf Folgen. Dann habe ich für 2 Wochen mal wieder aufgenommen. Da ich aus meiner Sicht ja jetzt plane, die Woche die Leitung, die Fakultätsleitung zu missbrauchen zum Hochladen, habe ich mir gedacht, okay, machst du es, dann hast du mal auch 2 Wochen Ruhe vorm Hochladen, kannst die eigene Murksleitung mal entlasten und dann lohnt es sich ja noch einen Ticken mehr, die lange Autofahrt in Kauf zu nehmen dafür. Und wir hatten ja hier doch noch so ein bisschen was zu tun, meine Lieben, wenn ich mich nicht ganz vertue. Und ich glaube, das war auch wirklich so. Und es wurde halt angefragt, ob ich nicht mal... Ich weiß es gerade gar nicht, war es jetzt mein Factory Reloaded war es nicht. Platte Logisticus nicht. Ich weiß ja, was ich suchen muss, dann weiß ich es ja auch, wie es heißt. Jedenfalls, ob ich nicht mal eine Baumfarm machen möchte und dann halt über Steam-Generatoren Energie erzeugen will. Also eine Baumfarm könnte auf jeden Fall mal kommen. Ach, jetzt gucke ich einfach trotzdem mal, wie es heißt. Meine Güte. Planter? Ja doch, mein Factory Reloaded war es dann wohl. Oder? Nee, IC2 war es bestimmt nicht, war nichts mit EU. Genau, mein Factory Reloaded. Mein Factory Reloaded. Jupp, das war's. Planter, Fischer, richtig, Fischer davon haben wir ja sogar schon. Die Dinger waren es. Ob ich nicht damit dann mal eine Baumfarm machen möchte, da könnte man eine Charcoal-Produktion rausmachen und dann halt die Steam-Generatoren damit betreiben. Ich weiß gar nicht, ob die hierzu gehören. Ich muss jetzt mal gucken. Ah, Kinetic Steam Generator, das ist IC2. Auch IC. One more, one heat. Steam Boiler, da kann auch sein, dass der gemeint war. Und ja, also da werden wir mit Sicherheit mal schauen, dass wir da was machen. Ach Gott, was war da noch, was ich mal unbedingt ausprobieren sollte? Quor. Farm Hatch. Ich glaube, das Ding hieß Ender Quarry, ne? Ender. Ich gucke gerade nur mal, damit wir auch schon mal vielleicht sehen, was wir unter Umständen gebrauchen könnten. Oversurfed. Schade, hier gibt es anscheinend keine Möglichkeiten, die sinnvoller miteinander zu verbinden, die Kabel. Das ist eigentlich schon... schade, schade. Ender Quarry, die soll es sein. Sieht ein bisschen... Ja... ja... Sieht ein bisschen... teuer aus. Hey, wir können Quartz brennen. Cool. Das ist noch ein bisschen expensive, aber dann bräuchte ich wohl nicht mehr buddeln. Kenne ich hiermit jetzt also noch gar nicht aus mit extra Utilities. Dementsprechend, da müsste ich dann... Naja, ich werde mit Sicherheit auch von euch Hilfe wieder bekommen und erwarten können. Das werden wir dann auf jeden Fall noch mal sehen. Was ich noch machen wollte... Weiß ich leider nicht mal, diese Red Select, und dafür hatte ich ja die neue Pickaxe gebaut. Und das heißt auch, wenn ich jetzt, wie gesagt, diese Folge nicht über die heimische Hartholzleitung hochladen muss, kriege ich das ja vielleicht, werden sie auch nochmal so einen kleinen Tick, also so 20 Minuten, da habe ich geplant, 20 bis 25 bei diesen Folgen. Die sind 4 Stück, danach wird es dann wieder normal gehen. Ich bin noch überlegen, ob ich es dann zeitnah mache, sprich, dass ich immer nur so 2, 3 aufnehme und dafür dann 2, 3 Mal die Woche aufnehme. Ist dann auch etwas direkter zu reagieren. So. Und wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Rüstung, denn ich habe heute etwas vor, wo ich mich schon lange drum versucht habe zu drücken, aber jetzt wird es wohl doch mal langsam Zeit. Die Musik geht mir gerade auf dieses Schnürsender. Dafür brauchen wir vorher aber noch ein bisschen was. Wir brauchen einmal das. Und so, kommt die Bücherlein, ihr Bücherlein, komm mit, die schmeißen wir da mal rein. Wie viele Seile haben wir denn für den ersten Hopfen? Könnten wir vielleicht auch noch mal schnell machen. So, zumindest schon mal den ersten Hopfen hier anbauen. Und Papier. Haben wir irgendwo, ach, da waren die Bücher drin. Babuschka. Babuschka, Rip. Ah, hier haben wir sogar noch so Maschinenblocks und Plastik. Also ich glaube, so ein Ding zu bauen wäre
sogar gut möglich und machbar. Bin ich gerade echt überlegen. Stone Rods haben wir hier noch. Kann ich die hier vielleicht reinschmeißen? Jo, kann ich. Weg sind sie. Und das heißt, ich kann dann... Oh, dann haben wir hier wieder keinen Platz. Alles voll. Okay, und ich bin... Nein, das ist natürlich klar. Komm, Papier da rein. Weg ist. Wir brauchen unbedingt ein besseres Gerumpelsystem. Wir brauchen noch Weizen und Möhren. Wir werden unsere armen Tierchen mal wieder malträktieren, besuchen, schlachten und tralala. Denn bald ist was Neues da, nämlich neue Ausrüstung. So, bitte, danke. Habe ich auch noch einmal? Habe ich noch einmal. So, Weizen! Wir müssen unbedingt sehen, dass wir hier auch die Fässer mal weiterfüllen. Das muss sein. Es wird vielleicht auch mal nötig, unseren mein Schwert mal wieder zu reparieren, wo ich noch gucken muss, womit ich das hier wieder reparieren kann. Naja, das können wir auch aufrüsten oder ich mache dann wirklich eins mit Tinker's Constructor. Ein Kleber, wenn es geht, der richtig Badaboom hat. Da werden wir dann auch noch schauen. Hallo meine Freunde, ich bin wieder da. Ihr kommt. Irgendwer noch? Jetzt mal so ein bisschen gucken und... Ich glaube, mehr Schweine wollen gerade nicht. Nee, mehr wollen sie nicht. Oh, da ist eins mit einem gebrochenen Herzen, oder wie? Das ist aber doof. Das ist aber jetzt ganz so doof. Ich habe mich auch kurz verzählt. Es tut mir leid, Schwein. Du musst alleine sein. Komm, wir erlösen das Schwein. Er soll nicht im Liebeskummer hier zurückbleiben. Da erlösen wir es doch einfach mal. So, dankeschön. Fumpa. Hallo, meine kleinen bösen Hühner. Die Armee der Evil Chicken. Legt ganz viele Eier und verliert ganz viele Federn. Was auch nicht unbedingt schlecht ist. Hallo! So, ja, hängst du da drin fest? Hängst du da drin fest? Ja, will sterben. Okay, das wollte sterben. Das hat sich selbst dazu entschieden. Das war eine freie Entscheidung von dem armen Tier. Es hat keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen. Darum. So, du und du. Bist ein Verräterhuhn. Okay, wir haben wieder einen Huhn, das Liebe leidet. Oh, es hat schon aufgehört. Doch, es leidet immer noch. Tut mir leid. Es tut mir doch leid. Ich kann doch nichts dafür. So, und jetzt wird's ganz wichtig. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir töten nicht aus Versehen Emma. Ich muss ja echt noch eine Kuh raussuchen, die wir dann Emma Watson nehmen. Aus Spaß an der Freude. Jetzt erstmal hier Kuhliebe. Make love, not World of Warcraft. So. Statement zu dem Spiel auch mal wieder gegeben. Eine muss ich doch noch hier irgendwo finden. Na komm, eine noch. Ja! Ich sehe nichts mehr, die Kühe. Da hinten liebt noch eine rum, aber ich habe... Es dürfte keine mehr lieben. Warum liebt noch eine? Okay. Jetzt hier drei in der... Ah, na bitte. Ja. Gut, dass wir ordentlich Leder brauchen. Denn ich möchte mir die Tinkers-Rüstung erstmal bauen. Ich will mal gucken, ob wir die hinkriegen schon. Die Schmelz haben wir jetzt ja, wenn auch stehen zur Not. So, die will ich auch noch sterben sehen. So, gucken wir da mal, ob hier irgendwelches Vieh not geschlachtet werden will. Du willst? Gut, du auch. Huch! Kommst wieder her! Sie hat sich versteckt. Ich werde sie finden. Sie wird mir nicht entkommen. Oh ja, 12 Leder ist doch schon mal gar nicht mal so wenig. Oh, Hilfe, Hilfe! Zack, zack, du auch noch weg und du auch noch weg. Und du noch weg und du noch weg und du noch weg und alle weg. Weg, weg mit euch! Ja, guckt mal zu, was ich mit euren lieben Mamis und Papis hier mache. Es geht... Ah, so, da! Gekriegt! Na, sie juckt auch, Halleluja. Hab eben auch noch das Infovideo für die Umfrage gemacht. Das, die ihr natürlich auch immer noch gerne machen könnt, mit Sicherheit. Weil ich werde es aber so grob bis Ende des Monats auf jeden Fall laufen lassen.
kann ja da zwischenzeitlich immer mal gut reingucken, was es so für eine grobe Richtung gibt. Und ich glaube, das werde ich dann auch öfters mal machen, wenn es mal wieder so eingeht, was könnte man als neue Projekte bringen, werde ich euch mit einbeziehen, meine Lieben. Das heißt, die Familie, das Rudel entscheidet mit. Wir machen dann hier eine Kuhshow. Stellen mehrere Kühe einzeln und dann entscheidet ihr, welche Kuh darf leben, welche darf sterben. Vor allem darf. Ist ja noch irgendeine, die jetzt geflohen ist. Ja, ich glaube, ansonsten sieht es gut aus. World of Moocraft. Wie viele da haben wir denn? Das ist 27. Gucken wir mal, wie weit wir kommen mit unserem Spiel. Mit dem, was wir vorhaben. Ja, Nase, du gehst mir heute auf den Keks. Der juckt nämlich jetzt gerade irgendwie die ganze Zeit. So, mit Ö und viel Ö. Hiervor habe ich noch 3 weitere Folgen für The Stanley Parable aufgenommen. Auch wie, also es macht wirklich Spaß, aber langsam weiß ich nicht mehr, was ich da noch tun kann. Ich bin gespannt. Aber ich werde es wahrscheinlich dann bei den 10 Folgen immerhin belassen am Ende. Oh, Rockel. So, müssen wir jetzt mal wieder richtiges Holz hier vor der Hütte. Und was machen wir mit dem ganzen wunderschönen Holz? Holzkohle. Wenn wir so abgebaut haben. Ah ja, es ruckelt gerade ein Büschel. Da sind gerade wohl zu viele Entities. Ja, erstmal wieder einsammeln, damit es hier wieder weniger wird. Uiuiuiuiui. Upsala. Den neuen Namen kann ich jetzt dementsprechend leider auch noch nicht einfügen auf der Liste. Da muss ich ja noch gucken, ob er auch weiter Kommentare schreibt. Aber ich gehe mal davon aus, eigentlich könnte ich es auch direkt machen. In guten Glauben, dass das auch ein fleißiger Kommentarschreiber wird, könnte man das ja eigentlich machen. Sind wir voll? Nein. Ja, dann machen wir das doch auch mal einfach, oder? Sind wir mal so? Ja, ich bin mal so. So. Zack, kurz überlegen. Da, wo habe ich den Zettel? Da, Zettel. Vor allem ist es auch praktisch, wenn ich da mal jetzt ein bisschen Freilauf habe. Kann ich gucken, ob ich in der Zeit die Tutorials hier auf der Liste stehen hinkriege. So, also, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da habe ich zweifach. Blocker 4.1. Der will bestimmt geblockt werden. So. Gucke. Ja, Höhe stimmt, Abstand stimmt, passt soweit. Ich glaube, eins rüber könnten wir noch. Ah, das ist bei dem Namen, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, so kann man es, glaube ich, belassen, ne? Das ist halt, das ist keine richtige, dass man die nicht wirklich da in die Mitte setzen kann, finde ich so ein bisschen schade. Aber so haben wir ihn auch schon mal aufgeschrieben. Ich vergesse es auf jeden Fall nicht. Und ich hoffe, er freut sich. Also, Kommentare, Schreiber, die fleißig sind, kommen dahin, bis es voll ist. Ich habe mich auf jeden Fall entschieden, mehr Flächen werden es nicht, aber Platz ist ja noch genug. Das heißt, es werden mit Sicherheit noch ein paar dazukommen können. Und wäre so schön, wer zu spät kommt, ja. In dem Fall ist dann halt so. Irgendwann geht es ja auch nicht mehr. Wenn man mal überlegt, gehen wir mal von aus, es wären jetzt keine 800, ich weiß gar nicht, 820 oder was jetzt irgendwo grob gerade sind. Theoretisch praktischen Zuschauer, die das hier sehen könnten und theoretisch Kommentare schreiben könnten, sondern sagen wir mal 2 Nullen dahinter. Da könnte ich die ganze Wand da zuklatschen und es wäre wahrscheinlich nicht ausreichend. Und ich glaube, da hören dann solche Projekte auch auf, da muss man dann halt Abschnitte machen. So ist es aber ganz schön und wie gesagt, das finde ich schön. So möchte ich halt im Moment diejenigen, die sich hier fleißig mit Kommentaren beteiligen, verewigen. Warum bist du nicht richtig gedespawnt? Boah, das wird gleich wieder Frames kosten. Wut. Ich sollte vielleicht auch mal eine Waffe in der Hand nehmen. Man weiß ja nie, was hier vielleicht um die nächste Ecke geschlawinert kommt. Okay, und wir sind richtig voll bis zum Allerwertesten. Aber noch Platz. Ein bisschen Platz haben wir noch für Saplings. Saplings schmeiße ich dann gleich in den Komposter wieder, auch wenn ich nehme, naja, für die Felder kann ich es vielleicht benutzen. Das Holz fand ich ja dann nicht so dolle, dass man da kein größeres Holz draus machen kann, verstand ich dann noch nicht. Aber na gut, so. Ich kann auch gleich nicht mehr laufen, sehe ich gerade, wir müssen dringend essen!
So, machen wir erstmal den, den und den. Weil die Saplings da sein, waren wir auch ehrlich, so viele brauchen wir von denen eh nicht. Könnt jetzt wieder gleich neue anpflanzen, aber da ich, wie gesagt, ganz gerne die erste Reihe zumindest mal Hopfen machen möchte noch. Damit hier schon mal was wächst, während wir irgendwas anderes treiben, unterlasse ich das mal. Und wir müssen dann wirklich sehen, dass wir irgendwo eine schöne neue, auch ein schönes, das Ding mal schön weiterbauen. Ja, das gefällt mir schon wieder nicht. Da wird doch wieder in der Mitte keiner wachsen, oder? Hä? Bist du wieder so böse? Ja, bist du so? So, wir können nicht mehr laufen. Es hat sich ausgelaufen. Ah, bis auf einen haben wir es vollgekriegt. Essen! Ich bin jetzt mal ganz kurz gemein. Mach mal den da. Da ich hier nur volle Stacks drin haben möchte. Hähnchen! Erstmal schlafen. Ja, können wir schön verhungern. So. Ah ja, jetzt kommen wir jetzt auf ein neues von Nintendo. Da habe ich auch mit euch ein paar von. Mit einem von euch in den Kommentaren so ein bisschen geschrieben. Neuen Ärger mit den, ihren Content. Die erste Enderpearl! Yeah! Mit den ihren Content-Programm da, wo sie halt jetzt mitverdienen wollen an YouTubern und Co., die irgendwas in der Richtung machen. Was viele wirklich schade finden und das auch echt auf kein gutes Gehör trifft, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Was haben wir denn noch so alles hier drin? Das ist alles Essen. Das Ektoplasm. Das Ektoplasm können wir auch mal hier reinschmeißen. Ich weiß gar nicht, da mal oben, glaube ich, vielleicht sogar noch irgendwo was. Was haben wir hier eigentlich noch? Salpeter. Gut, dass es keine Säure ist. Badeboom. Psch. So, die können wir theoretisch mitnehmen. Die brauchen wir oben dann. Der ganze Rest kann eigentlich hoch. Wir müssen auch unbedingt noch mehr Fässer bauen. Ich werde verhungern. Wir werden auch dann gleich, wenn sie alle reif sind, da unten werden wir sie ernten, vorher nicht. Ah, schönere Musik. Kurz vorm Verschmachten. Erstmal Tasche entleeren. Zack, 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 zack. 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 Ich weiß gar nicht mit den Seeds, ob wir da noch was an. Ich glaube mit Sicherheit auch, dass es da Rezepte gibt, die wir einsetzen können. Vielleicht mache ich heute auch noch eine Kochshow. Ich weiß es noch nicht. Das wäre dann unvorbereitet, aber unverhofft kommt oft. Das wäre also eine gute Möglichkeit. Ich habe mal wieder Hunger hier drauf auf eine schöne Baked Potato. Die natürlich nicht reicht. Fish Jerky können wir auch mal schnabulieren. Und dann nehmen wir noch einen Chicken Jerky. Und dann haben wir hoffentlich erstmal wieder genug. Ja. Wunderbar. So, das heißt, jetzt machen wir erstmal das. Kümmern wir uns darum, dass wir da draußen den ersten Hopfen angepflanzt bekommen. Alter, wird noch Zeit. So, was brauchen wir dafür alles? Wir brauchen die, wir brauchen, Was brauchen wir denn? Wir brauchen blau, 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 brau, 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 mau, mau, mau. Die natürlich, Mensch, da, man sieht sie nicht vor Kram. Kakteenfarben brauchen wir auch dringend. Das kommt auf die andere Seite dann. Wir haben noch eine Pickaxe, die wir gar nicht mehr brauchen. So, Hopfen. Nehmen wir einfach mal ein bisschen mit. Ah, so, wehe, du wächst hier nicht zu. Da muss ich schon wieder hier einen wegschlagen. So. Soll es mal recht sein. Ein paar könnte man noch gebrauchen. Bauerde. Was habe ich heute mit Brau? Ich will unbedingt unten anfangen zu brauen. Merkt ihr das? Ich will unbedingt brauen. Darum fange ich jetzt mal mit Brau zu reden, statt Bau. Verbraut nochmal. so. Pflanzenabteilung müssen wir unten dann auch mal einrichten irgendwann, damit wir sie mal aufgeräumter bekommen. Haben wir gar keine mehr? Ich sehe jetzt gerade keine. Ich bin wieder. Wir müssten noch welche haben. Na da, Mensch. Mensch! Blindfisch, Alter! Alter Mann, ist halt manchmal schon ein bisschen schlechtsichtig. So, dem geht's hier auch gut. Die können wir dann auch mal erweitern. Aber wie gesagt, jetzt geht's erstmal darum, dass wir hier was hinkriegen. Und dafür müssen wir erstmal. Wie hoch machen wir das Ding denn? Das wäre vielleicht erstmal die beste Frage. Ich hätte erstmal meine Rüstung machen sollen. Die würde es mir jetzt nämlich vereinfachen, das hier zu bauen.
Creative, Tinkercast. Construct Tools. So, die da. Da brauchen wir Gold. Bronze. Ja, Bronze haben wir ja schon mal hergestellt. Copper Ingot in Metallic Infuser Mechanismen. Infuser, haben wir den schon? Jetzt bin ich gerade kurzzeitig verwirrt. Haben wir Bronze überhaupt schon mal hergestellt? Copper und Tin. Müsste Bronze geben. Kann ich jetzt noch mit... Ah, verdammte Nase. Ob wir mal Privatwelt durcheinander bringen. All die Dinger... Ja, gut, Ender Pearls. Ach, komm. Ich glaube, da, vielleicht bauen wir sogar eine andere Rüstung am Ende. Bin ich drauf? Nein, ich war noch drauf. Ich war noch drauf. Och, Mann, oh. Da fehlt wieder die kleine Axt, um das richtig schnell zu machen. So. Ich hänge in der Wand fest. Ah, schön, ich hätte mir einfach ein bisschen Bauerde holen sollen. Es wäre einfacher gewesen. Es wäre so viel einfacher gewesen. Mach was einfach mal kurz. So. 4 Stück sollten erstmal reichen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie hoch wir gehen. Ich glaube, ein höher als die anderen. Das sollte dann auch genügen. Wir werden ja hier doch einiges brauchen. An Seil. Zack und zack. So. So, jetzt stehen wir wenigstens auch drauf. So könnten wir es natürlich auch machen. Ich glaube, das ist ein bisschen hoch. Weil, wie gesagt, Seile, ne? Wir könnten ja immer noch nach oben hin erweitern. So, die Seile brauchen wir. Wumms. So, stopp, Spaten. Ich habe gesagt Spaten. Danke. Süchen mit Öchen. Oh, warte mal, den bräuchten wir gerade nicht. So weit muss es dann doch nicht. Theoretisch wird, glaube ich, auch eins reichen wieder. Müssen wir mal gucken, was schöner aussieht. Ob es so schöner ist oder anders. Wasser. Wasser! So. Das heißt, wir werden bald unseren ersten Hopfen hier angebaut haben. Juhu! Und jetzt brauchen wir erstmal die Seile. Und natürlich auch unsere Ho. Die ist nämlich ganz wichtig. So. Klappbums. Rüber damit. Eigentlich wollte ich das ja schon so lange machen, dass wir hier anfangen. Und jetzt machen wir es endlich. Hurra! So, und das, wie gesagt, gerade der Hopfen ist leider sehr umfangreich. Oder beziehungsweise man braucht da wirklich sehr viel von diesen Seilen. Wo wir halt immer noch die Slimeballs bräuchten. Die ja noch im Moment Mangelware sind, sagen wir es mal so. Jetzt, weil wir gerade überlegen, musste ich noch einen höher gehen. Erstmal gucken, wie viel brauchen wir? 5, glaube ich, ne? Ich glaube, 5 waren es. Okay. Ja, wir müssen erst doch hier den machen. Glaube ich gerade schon gedischt. Und damit ist unser Seilvorrat nämlich auch weg. Da kriege ich mehr als 1 hin. Richtig, so. 1/6 bitte noch. Danke. Wumpa. So, dann können die zumindest schon mal wachsen und man könnte es jetzt vielleicht doch noch eins zu machen, obwohl, also kommt man noch gut dran, das ist in Ordnung. Und wie gesagt, bei dem will ich sagen, können wir eh nicht mehr viel mehr machen. Dann haben wir zumindest schon mal hier die ersten davon auch, die ersten Weinreben. So geht's hier auch voran und da können wir die Folge auch mit beenden. Die ersten schreien wahrscheinlich wieder, dass die Folgen so lang sind. Springen! Ha, Klassiker. So, das brauchen wir dann gerade nicht. So, ein bisschen sortieren wieder. Eat Mellow Berry. Mellow. Und dann schmeißen wir den Rest mal wieder runter. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs einschalten Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir hier hoffentlich die Pearls ernten können.
die ersten. Das wird schön. Da freue ich mich schon drauf. Habe ich jetzt alles raus? Jawohl! Und ja, was wir in der nächsten Folge nochmal überlegen, welche Rüstung wir machen, ob wir jetzt wirklich hier die machen. Weil sie ist sehr goldintensiv, wie man sieht. Wolle, also die könnten wir zumindest machen. Protection hat 10%. Es ist halt auch alles jetzt im Vergleich zu unserer, was, keine Ahnung, was die besser macht. Auf jeden Fall, ich mag sie, ich habe sie in einer Welt, allein wegen den Flügeln, dass man da Doppeljump hat. Ist ganz praktisch und man kann die halt auch noch aufrüsten. Und hier geht's dann auch irgendwann noch weiter. Vielleicht schaffen wir das in der nächsten Folge ja sogar. Dass wir den Generator zumindest mal fertig gebaut haben. Die zwei Dinger nur noch. Gucken wir mal. Auf jeden Fall wird's in dieser Aufnahme auch in den Nether gehen für Quartz. Da! Ah! Weiche von mir, du Alte. Die sind aber auch hartnäckig, die Jungs. Bis zum nächsten Mal, wenn sie da ist, Beavis Tech Pack. Minecraft, tschüss.